herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deponia 3. Goodbye, Deponia. Bye, bye. Naja, bisher haben wir es ja noch nicht geschafft, aus Deponia raus oder von Deponia wegzukommen. Na, vielleicht wird das jetzt unsere letzte Gelegenheit. Tja, wir haben ja gerade erst Gold wieder beisammen. Und jetzt müssen wir unbedingt auf dieses letzte Hochboot in Porta Fisco an der unteren Aufstiegsstation, damit wir mit ihr nach Elysium reisen können und die Sprengung Deponias verhindern können. Oder sollte es doch zur Sprengung kommen, wenigstens mit ihr und auf Elysium nach Utopia fliegen. Ja, das wäre Rufus wahrscheinlich das Liebste, was irgendwie passieren könnte. Naja. Auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, dass Rufus sich wieder einen ganz, ganz tollen und unfehlbaren Plan überlegt hat, mit dem es uns auf jeden Fall gelingen wird, nach Elysium zu kommen, oder? Oder was meinst du? Ja klar, und den schauen wir uns jetzt an. Yay! Baby Boso ist gerettet! Schön warme Hand. Barry ja, hat es irgendwie ein bisschen mitgenommen. Jetzt. Geil, wir haben den im Inventar. Ah, das ist das Heldenfoto. Yay! Bild Nummer 3. Check. Check. Müssen wir Babybose jetzt auch wieder zurückbringen? Oder was? Sachen. Müssen wir den da reintun? Geht anscheinend nicht, ne? Nee. Dann behalten wir ihn halt noch ein bisschen. Erstmal kommt Bosus. Oh, muss das sein? Was erkennst du auf Teufel? Mädchen? Ich will doch einfach nur. Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Das ist so geil. Das ist der Teufel! Blödsinn. Ja, dann gehen wir mal gucken, was der Therapeut dazu sagt, wa? Ja klar. Der gut gelaunte, niemals mürrische. Schon wieder? Na gut. Bringen wir es hinter uns. Lass eine Runde Skat zocken. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Hat er gepinkelt? Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Verkrüppelte drei Finger. Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Total lustlos. Können Sie mir sagen, warum Sie so dekotiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da er leidet unter sich selbst. Psychopharmaka. Ach nee. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank. Ach, cool. Bitte was? Ach ja,
Oh weh, oh weh. Ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Ne? Rückgratloses Würstchen. Antidepressiva und Brechmittel. Klar, ja, wir nehmen natürlich alles, ne? Mehr ist noch nicht drin. Und was bedeutet das? Wir können endlich Onkel Boso Schmoso behandeln, schmandeln. Dann wird er wieder der alte Schmalte sein. Dann gehen wir immer was einschmeißen. Wieso überhaupt Brechmittel? Muss er kotzen? Ich glaube, er soll die Antidepressiva kriegen. Hey, Boso. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag A. Da komm schon. Ein ist aber nicht A. Nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Aber war ich mir diesmal so sicher? Muss man das in die Suppe schmeißen, oder was? Sollte ich es ihm ins Essen rühren? Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Perfekt. Aber wir haben noch keinen Löffel. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Boso unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Oh, ich tue Gott. Einfach alle rein. Sicher ist sicher. Rufus zu spacken. Hä? Baby-Boso mit einem Teller Suppe? So ein Schickkram. Baby Boso hat die ganze Suppe gegessen. Wie komme ich denn jetzt an die Antidepressiva? Verbrechen lassen, oder was? Ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Ja, wo soll er jetzt reingöbeln? Ach, Mann. Naja. Was? Es ist wirklich dringend mit der Behandlung, ne? In Bosos Mund, oder was? Nein! Hä? Wieso hast du noch ein Baby Boso? Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, verdammt. Sieht so aus, was? Also, war ein bisschen vollgekotzt, aber naja. Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein. Und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bis du am Ende vielleicht doch einer von den Guten warst. Was macht denn der da? Er zieht sich an. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja doch, ich bin ja gleich soweit.
Hä? Was? Hilf mir! Was muss man denn jetzt machen? Ich kann hier nichts machen! Was ist das? Nudeln. Sehr niedlich. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir haben nur die Bilder hier. Dann zeig ihm die nochmal. Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Wie er noch an der Kotze rumleckt jetzt gerade. Ekelhaft. Ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man da rauskommt. Hat der noch was? Nö, ein Babyfon. Das ist soweit wie Offscreen Alex gekommen ist. Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Warum kann man denn jetzt nichts machen? Und wo ist über Babybosum? Bosum? Babybosum? Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Babybosum ist irgendwie verschwunden. Ja. Der ist wahrscheinlich schon wieder zurück auf dem... Huch! Ach so, kommt man da raus. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Okay. Oh, er hat die Katze abgewischt. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Na ja. Nur so zwei Stück noch. Na gut. Du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Ja. Wupp, wupp. Harlef, was lungerst du da rum? Er trainiert. Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Ist das nicht gerade... Guck mal. Was denn? Da, wo wir den Reifenbrand gemacht haben im Hintergrund. Ach so. Wir sind ja in Porta Fisco. Ja. Krass. Ja, gut. Und die Vollversammlung ist also Cowboy Dodo und seine drei Mädels? Ich weiß es nicht, aber... Ach ja, stimmt, das ist ja der General. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Ja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Ich, könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Was? Was soll das sein? Ein Bestechungsversuch? Verzieh dich. Oh Mann.